Shalom, Salam und guten Abend, liebe Schäfchen. Wir hören aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie es zur Zeit des Noach war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete alle. Und es wird ebenso sein, wie es zur Zeit des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem sich der Menschensohn offenbart. Wer dann auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, soll nicht hinabsteigen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren. Denkt an die Frau des Lot. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen. Ich sage euch, von zwei Männern, die in jener Nacht auf einem Bett liegen, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die mit derselben Mühle Getreide mahlen, wird die eine mitgenommen und die andere zurückgelassen. Da fragten sie ihn: Wo wird das geschehen, Herr? Er antwortete: Wo ein Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Wir leben gerade in einer herausfordernden und ungemütlichen Zeit. Jesus hat uns einiges vorausgesagt, was sich bald bewahrheiten wird. Er warnt und er tröstet uns, so wie in Thessalonicher 4 geschrieben steht. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Es sind also einige Bibelstellen vorhanden, die sich sehr hoffnungsvoll, aber ebenso beängstigend anhören. Wie soll das alles geschehen, was Jesus uns vorausgesagt hat? Es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Noah hat alle vorgewarnt. Viele haben nicht auf ihn gehört. Die Tür der Eiche wurde verschlossen und diejenigen, die nicht an Gott glaubten, mussten in Sünden sterben. Dieser Vergleich im Hinblick auf diese Eiche passt nun zu Jesus. Er ist unser Rettungsring. Wenn wir ihn nicht annehmen, werden wir gnadenlos untergehen. Auch wenn sich die Zeilen der Heiligen Schrift anhören, als würde man einen abgehobenen Fantasieroman lesen, dürfen wir den Worten Jesu glauben. Gott hat unsere Welt wunderbar erschaffen und er möchte diese Erde nun zur Vollendung bringen. Nur wer sich mit ehrlichem Herzen zu Jesus bekennt, kann in das Reich Gottes gelangen. Dessen müssen wir uns nun bewusst werden. Guter Gott, wir erkennen, dass deine Schöpfung nach Erlösung schreit. Es schmerzt, sehen zu müssen, dass deine Werke den Bach runtergehen. Die Menschen sehen sich nach einer heilen Welt und sie erkennen, dass sie nicht alles unter Kontrolle haben können. Wir bitten dich, nimm uns unsere negativen Gedanken und rufe uns deine Worte in Erinnerung. Hilf uns, dass wir uns immer wieder einander trösten mit deinem Wort. Amen.